Aufgepasst! Eines Tages könnte das dein Leben retten. Der Hauptzweck eines Sicherheitsgurts besteht darin, bei einem Autounfall ernste Verletzungen zu vermeiden. Er reduziert die Geschwindigkeit der Insassen, wenn ein Auto plötzlich zum Halt kommt. Prallt ein Fahrzeug mit 100 km pro Stunde auf einen Baum, sinkt die Geschwindigkeit augenblicklich auf Null. Doch die Personen im Auto bewegen sich weiterhin mit diesen 100 km pro Stunde nach vorne. Wenn nichts da ist, was sie zurückhält, fliegen sie auf das Armaturenbrett oder direkt durch die Windschutzscheibe. Und da kommt der Sicherheitsgurt ins Spiel. Er verteilt die Bremskraft auf deinen Oberkörper. Er ist stark genug, um diesem plötzlichen Druck standzuhalten. Der sichtbare Teil des Gurtsystems besteht aus einem Schultergurt, der quer über die Brust verläuft, und dem Beckengurt, der dein Becken fixiert. Beide sind sicher am Fahrzeugrahmen verankert. Sicherheitsgurte können ausgezogen werden und sich zurückziehen. Dank dieser Funktion können die Passagiere sich nach vorne lehnen. Doch wenn es vonnöten ist, strafft sich der Gurt und verhindert, dass du durch die Gegend fliegst. Und dieser Mechanismus macht das möglich. Sieh dir ein typisches modernes Sicherheitsgurtsystem an. Du siehst, dass das Gurtmaterial an einer Aufrollvorrichtung befestigt ist. Das zentrale Teil ist eine Spule. Daran ist ein Ende des Gurtes befestigt. In der Vorrichtung befindet sich eine Feder, die die Rotationskraft überträgt. Sie sorgt dafür, dass die Spule sich dreht und den lockeren Gurt einzieht. Wird der Gurt herausgezogen, dreht sich die Spule gegen den Uhrzeigersinn. Die Feder dreht sich mit und wird sozusagen aufgedreht. Weil sie wieder in ihre ursprüngliche Form zurück will, bildet sie einen Widerstand. Daher wird der Gurt sofort wieder eingezogen, wenn du ihn loslässt. Dann dreht sich die Spule im Uhrzeigersinn und der Gurt ist wieder straff. Dieses ziemlich einfache System steckt in jedem Dreipunktgurt. Dabei ist das Gurtband am anderen Ende fixiert. Die Anschnalle lässt sich über das Material ziehen. Sie erlaubt den Insassen, ihren Gurt so anzulegen, dass er perfekt passt und nicht zu eng ist. Die Aufrollvorrichtung rückt gerade so viel Material raus, um den Gurt passend um die Person zu legen. Doch ohne weitere Elemente könnte dieses System die Insassen bei einem Unfall nicht schützen. Bei einem plötzlichen Halt könnte es die freie Bewegung der Personen nicht verhindern. Daher befindet sich in der Aufrollvorrichtung ein Sperrmechanismus. Seine Aufgabe ist es, die Spule zu blockieren, wenn das Auto mit irgendwas zusammenprallt. Es gibt zwei Varianten. Die eine wird durch die Bewegung des Gurts ausgelöst, die andere durch die Bewegung des Autos. Und so funktioniert die erste Variante. Sie arbeitet mit der Geschwindigkeit, mit der sich der Gurt bewegt. Wird er zu schnell, dreht sich die Spule auch zu schnell und blockiert. Dafür sind einige zusätzliche Teile nötig. An der Spule ist ein Mittelstück angebracht. Am Rahmen befindet sich ein Zahnrad. Ein weiteres Teil liegt über dem Mittelstück. Es ist leuchtend dargestellt. Die beiden Teile sind nicht fest miteinander verbunden. Dadurch bewegt sich das leuchtende Teil relativ frei. Dreht sich das Mittelstück langsam, bewegt sich das leuchtende Teil einfach mit. Aber wenn man am Gurt ruckt, dreht sich das Mittelstück auf einmal sehr schnell. Das leuchtende Teil kommt nicht mit und verkantet sich, ungefähr so. Und so funktioniert das zweite System. In dem Mechanismus befindet sich eine schwere Stahlkugel, die sich frei bewegen kann. Und es gibt einen Hebel. Auf der einen Seite der Aufrollvorrichtung befindet sich ein Zahnrad. Es dreht sich mit, wenn der Gurt ein- und ausgerollt wird. Normalerweise liegt die Kugel unter dem Zahnrad und dem Hebel. Wenn das Auto jedoch abrupt stoppt, rutscht die Kugel aufgrund ihrer Trägheit nach vorne. Trägheit ist der Widerstand eines Objekts gegen eine Geschwindigkeitsänderung. Die Kugel bewegt den Hebel, der seinerseits das Zahnrad blockiert. Damit kann sich das Zahnrad nicht mehr gegen den Uhrzeigersinn drehen, die daran befestigte Spule ebenso wenig. Dieser blitzschnelle Vorgang fixiert den Gurt. Nach dem Zusammenprall löst sich der Gurt ein wenig. Das Zahnrädchen dreht sich minimal im Uhrzeigersinn und die Blockade löst sich. Wenn der Gurt korrekt angelegt ist, landet der Großteil der Bremskraft auf deinem Becken und Brustkorb. Diese Bereiche des Körpers sind stabiler und breiter als andere. Die Kraft kann also nicht auf kleinere, zerbrechlichere Bereiche wirken. Daher entsteht auch kein allzu großer Schaden. Das Gurtmaterial ist relativ flexibel. Es dehnt sich minimal, wenn das Fahrzeug abrupt zum Stehen kommt. Allerdings übt der Sicherheitsgurt mehr Kraft auf den Menschen aus, je schneller das Fahrzeug vor dem Unfall ist. Dadurch können eben doch beträchtliche Schäden entstehen oder der Gurt lässt sich nach dem Unfall nicht mehr lösen und blockiert den Fahrer oder die Beifahrer. Daher gibt es in der Aufrollvorrichtung eine Torsionsfederung. Dieser Metallstab verdreht sich unter starker Last. Er ist an Spule und Sperrmechanismus befestigt.
Bei einem weniger schlimmen Unfall ändert er seine Form nicht. Doch wenn eine große Kraft auf Gurt und Spule wirkt, dreht er sich. Dadurch kann sich der Gurt ein kleines wenig mehr dehnen, wodurch die angeschnallte Person vor zu viel Druck auf dem Brustkorb geschützt wird. Manche Fahrer lehnen sich beim Fahren nicht richtig an ihren Sitz an. Dadurch reduziert sich die Wirksamkeit des Sicherheitssystems. Daher sind die meisten modernen Autos mit einem Gurtstraffer ausgerüstet. Direkt vor dem Zusammenprall zieht der Gurtstraffer am Gurt, um dich so weit wie möglich in den Sitz zu ziehen. Und so funktioniert's. Wenn der Fahrer merkt, dass er mit irgendetwas kollidieren wird, steigt er auf die Bremse. Die Fahrzeugelektronik registriert die viel zu schnelle Bewegung des Pedals, die einem Zusammenprall meist vorausgeht. Das zentrale Teil des Gurtstraffers ist ein spezieller Kolbenmechanismus. In einer kleinen Kammer befindet sich ein explosives Material. Direkt vor der Kollision wird es durch einen elektrischen Impuls gezündet und setzt das Gas in der Kammer in Brand. Der Druck des verpuffenden Gases schiebt den Kolben und der Sicherheitsgurt strafft sich. Ein weiteres Hilfsmittel, das dich retten kann, wenn du versehentlich in eine Mauer knallst, ist der Airbag. Sobald das Auto auf etwas prallt, verliert es wahnsinnig schnell an Geschwindigkeit. Ein G-Sensor, ein elektronischer Chip, der Beschleunigungen misst, erfasst diese Veränderungen. Ist der Geschwindigkeitsabfall abrupt und groß, wird der Airbag ausgelöst. Übrigens reicht Bremsen, so abrupt es auch sein mag, dafür nicht aus. Der Airbag-Schaltkreis schickt ein elektrisches Signal an ein spezielles Heizelement, das eine chemische Explosion auslöst. Dabei wird eine Menge harmlosen Gases freigesetzt. Normalerweise verwendet man Argon oder Stickstoff. Dieses Gas strömt in einen Nylonsack im Lenkrad. Der Sack bläht sich auf und sprengt die Plastikabdeckung ab. Der Airbag ist mit einer kreidigen Substanz, ähnlich wie Talkum, bedeckt. Dadurch kann er sich unglaublich schnell entfalten. Wenn die Person, die sich immer noch verdammt schnell bewegt, auf den Airbag prallt, entweicht Gas durch kleine Löcher. In dem Moment, wenn das Fahrzeug endgültig zum Stillstand kommt, ist der Airbag schon wieder entleert. Die modernen Autos haben außerdem Knautschzonen, die sich leicht verformen. Sie dämpfen den Aufprall. Diese Zonen befinden sich am Heck und vorne am Auto. Bei einer Kollision verformt sich die Knautschzone wie eine leere Getränkedose. Dadurch wird ein Großteil der Energie absorbiert. Das viel stabilere Chassis bewegt sich weiter. Und während der vordere Teil des Wagens sich zusammenfaltet, sind Fahrer und Beifahrer mehr oder weniger geschützt. Natürlich nur, wenn sie angeschnallt sind. Mein Ratschlag: Schnalle dich lieber an, Kumpel oder Kumpeline.